Hi. Ihr Lieben, ich wollte mal Ihnen sagen, ne? Heute geht's los. Lisa hat ihre Wohnung und sie sind jetzt gerade schon mal drüben. Ich komme dann auch nachher mal und filme das. Ich habe die Wohnung noch nicht gesehen. Es sind zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer, zwei Bäder, so eine amerikanische Küche. Ja, wir freuen uns so wahnsinnig. Es sind gerade noch eine Woche Herbstferien. Das ist total gut. Dann kann ich oben beim Carlos. Oh, da muss ich auch noch mal das Laminat noch mal besser machen. Das habe ich alte Fuscherin damals auf den Teppich gelegt. Ich dachte, das dämmt dann schön, dass das nicht so laut ist, weil die ja noch jünger waren. Die sind immer so rumgehüpft. Aber das ist alles natürlich krumm und schief. Das geht ja nicht. Also da lacht sich ja ein echter Handyman tot, ne? Laminat auf den Teppich verlegt, aber so bin ich halt, ich probiere alles aus. Naja, auf jeden Fall, Teppich rausreißen, das Laminat schön neu verlegen, der Flur ist ja fertig, dann hoffe ich, dass wir das mit dem Bad hinkriegen, der Nils, der will mir da die Fliesen, diese wunderschönen grünen kleinen Fliesen, die ich mal günstig gefunden habe in einem Recycling Center, die möchte ich gerne, die sind auch made in Germany, finde ich total cool. Die möchte ich gerne in die Dusche, dann die Wanne raus. Das habe ich schon mal erzählt, ne? Wanne raus. Die Wanne wollen wir dann hier auf die kleine Terrasse vorne machen. Können wir da abends im Mondenschein, können wir dann ein kleines Bad nehmen. Das finde ich total schön. Und ja, was habe ich noch vor? Ja, dann die Wände grün. Da habe ich mir gestern noch Farbe gefunden. Und ich habe jetzt auch endlich für hier draußen für den Boden. Da gab es anstatt 30 für 10 Dollar, also anstatt 30 Dollar, 10 Dollar, ein Eimer Farbe. Der ist extra. Ich meine, der wird auch nicht für immer halten. Es ist halt alles Schrott, aber... Und was natürlich spießergrau, wie ich es nicht wollte, aber ist mir egal. Ich habe ja jetzt auch nicht so viel Geld, um mir da sonst was auszusuchen. Naja, dann nehme ich, streiche das Grau. Dann habe ich noch so kleine Farben. Ich muss es mal zeigen, ich muss es mal zeigen, ich muss es mal zeigen. Da habe ich noch so kleine Farben gefunden. Hier, die kosten dann jeweils... Warte mal, das Licht ist schlecht. Die kosten jeweils einen Dollar. Das hier ist so ein Dunkelrot. Das sind so Testerdinger, ne? Das nehmen sich die Leute so mit nach Hause, um zu testen. Hier so ein Gelb. Noch ein anderes Rot. Noch so ein Grünisch. Grünisch. Und nochmal Gelb, weil es so schön ist. Ja, und dann habe ich, hier ist diese Farbe, die ist halt grau. Also dann mache ich das grau und dann mit diesen bunten Farben kann ich dann Dings machen. Da kann ich da so einen schönen Teppich drauf malen. Vielleicht sprühe ich dann diesmal gar nicht. Das stinkt ja immer so schrecklich, ne, dieses Gesprühe. Vielleicht ermale ich dann nur. Ja, und hier habe ich grün. Da, das ist das. Farben nie suche ich mir die selber aus. Ich nehme immer, also Leute bestellen sich das, holen es nicht ab und dann kriegt man es billiger. Boah, das habe ich doch super getroffen mal wieder, ne? Das Universe sorgt für mich. Ich finde es, danke Universe, hier knappe 100 Quadratmeter. Wir sind jetzt Willi, Britta, Lisa, Lena, Carlos, Fonsi, Mosi, Leila, Anu, Ozzy, ne? 10 Leute sind wir. 10 Menschen, 3 Köter, Lulu, Robert, Lola und die Uschi. Und ja, so witzig, ne? Das muss ich mal kurz erzählen. So lustig. Die Lisa ist auch so krass, ne? Da kommt die neulich an. Ich brauche keine Brille. Kommt die noch, aber doch, dann sehe ich mich gar nicht, ne? Wenn ich keine Brille anhabe. Kommt die an, bringt hier so ein kleines Katzenbaby. Ich sage, nee, raus. Ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Sie hat es nicht verstanden. Sie hat so, oh Mama, was stellt sich denn so an? So, sag mal, merkst du es noch? Merkst du es noch? Die hat mir auch schon den Robert aus dem Müll angeschleppt, wo ich gesagt habe, lass ihn doch im Müll. Ich kann nicht mehr. Ich meine, du kannst ja auch nicht jetzt... Naja, aber es ist ja gut ausgegangen. Es war auch sehr gut, dass sie das Katzenbaby mitgenommen hat. Sie hat es dann hier vor der Tür ein paar Tage gefüttert und sich gekümmert, damit es nicht... Weil es war dann wirklich, es war im Beachpark. Und sie sind immerhin, haben gefüttert, aber es wurde dann so dünn und arm und so. Und dann hat sie es hier vor die Tür. Okay, dann kam so eine, da hinten wohnt so eine Hundehorderin.
Die kam und hat gesagt, sie wüsste, wo sie es hingeben kann. Also richtig gut gelaufen, auch im Endeffekt. Ich habe auch gesagt, Lisa, war auch gut, dass du es gemacht hast. Nur versteh bitte mich, ich kann nicht mehr, ich will nichts mehr. Ich will keine Viecher mehr, ich will keine Kinder mehr, ich will keine Menschen mehr in meinem Haus. Mir reicht's. Ne? Also wollte ich nur sagen, weil in Deutschland, wir hatten ein Riesenhaus, einen Riesenpalast hatten wir mit einem Riesengarten. Ne? Da war jeder so verteilt, also das war nicht so. Hier dieser Lärmpegel, dieser Lärm in mein Ohr, die Treppe ist aus Metall, da trampeln die hoch runter, das bummert, also weißt du, es ist einfach so viel. Und vor allen Dingen, ich bin ja jetzt seit 27 Jahren Mutter und irgendwann kann man auch nicht mehr, ne? Irgendwann kann man auch nicht mehr. Dann braucht man auch mal wenigstens so zum Aufwachen morgens mal Ruhe. Weißt du, wenn ich schon immer so geweckt werde, das ist nicht so geil. Naja. Auf jeden Fall hatten Lisa und ich auch viele Streitpunkte. Natürlich in den Dingen, ne, wo wir uns ähnlich sind, dann Boom, Schakalaka, ne? Und dann auch die Sachen, die wir, wo sie ihrem Vater ähnlich ist. Boom, Schakalaka, Laka, kann ich nur sagen. Das ist halt einfach so, ne? Und sie hat ja auch viele Sachen so, sie hat ja auch viel schwer gehabt, ne, so im Leben. Die hat ja echt viele krasse Sachen auch erlebt. Ist ja einfach so. Ja, aber natürlich ist sie trotzdem ein Glückskind, wie wir alle Browns und Scholzens, ne? Wir sind echte Glückskinder vom Universe, total ganz lieb, ne? Und so, wir sind beschenkt, reich, danke. Ja, also, und jetzt hat sie sich, ne? Sie hatte sich vor 4 Jahren, da war der Arno geboren, da hat sie sich da beworben. Das ist so eine Wohnung, normal kostet ja hier ein Einzimmer-Apartment kostet so um die 800-900, ne, im Monat. Und sie kriegt jetzt 2 Schlafzimmer und Wohnzimmer, 2 Bäder für, ich glaube, knappe 200. Es ist halt für Leute, die nicht viel Kohle haben, für Alleinerziehende so, ne, hier gibt es schon viele Hilfen. Naja, aber es hat halt 4 Jahre gedauert. Das Ding ist allerdings, ne, was ich sagen wollte. Also ich habe ganz krass gemerkt, dass die Lisa auch überhaupt noch nicht bereit war. Ich bin schon lange bereit, ne, dass sie einfach eine Wohnung hat. Vor allen Dingen, das ist hier 2 Straßen weiter. Das finde ich total super. Ne? Ich finde auch, sie braucht das. Sie merkt, sie weiß es auch. Sie braucht jetzt einfach mal so diesen, ja, diese Selbstständigkeit. Ne? Nicht immer so, oh, Mami wird's richten. Nee. Ja. So, an dem Punkt sind wir. Wir vertragen uns auch echt gut. Wir haben jetzt überhaupt nicht mehr gestritten, schon ganz lange nicht. Wenn dann mal so ein kleiner Streit, dann ist aber direkt wieder, kommen wir wieder runter und wir lassen uns da gar nicht mehr so reingleiten. Ne? Also ist echt, haben wir sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Und deswegen wollte ich sagen, es musste auch 4 Jahre dauern, damit sie bereit ist, damit ich da mit ihr eine gute Beziehung, weil es wäre ja auch scheiße, wenn sie zum Beispiel wegzieht. Und wir sind im Streit, das wäre ja ganz schrecklich, ne? Das ist ja, für mich ist ja der Lebenssinn, ist ja Familie und zu lernen, miteinander auszukommen und miteinander umzugehen. Und das Leben sollte man lernen, richtig zu streiten, also mit Respekt. Schon die Sachen, die einen nerven, sagen oder auch, boah, ich bin jetzt voll sauer und es kotzt mich richtig an, schon, aber halt nicht so so unterhalb der Gürtellinie oder so extra Sachen sagen, die verletzen, nur um zu verletzen. Ist ja totaler Quatsch. Ich meine, macht ja auch keinen Sinn. Das hilft mir ja auch gar nicht. Also da kommen wir auch nicht weiter in dem Streit. Naja, wir haben das auf jeden Fall super gelernt, das Streiten. Das kann ich gar nicht so gut erklären. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier schon wieder rede. Auf jeden Fall wollte ich mal sagen, ne, das mit dem Streiten, das wollte ich irgendwie jetzt auch mal sagen. Wir sind ja hier nicht die Friede-Freude-Eierkuchen-Familie. Wir streiten uns auch. Die Geschwister untereinander. Ja, das war auch eine geile Geschichte, ne? So, meine Jungs, von sie ist 15, Carlos ist 17. Die hatten, als die so klein waren, jeden Tag haben die sich gekloppt, wie so ein Knäuel, so richtig verprügelt und so, ne? Die hatten ja auch immer ein Zimmer, jetzt kriegen sie endlich jeder ein eigenes.
Und jetzt, so seit die in der Pubertät sind, ne, die haben das gar nicht gemacht. Das war ein einziges Mal, war so eine Situation, da ging es oben so, oh, so voll das Gepolter, ich bin hochgerannt, standen die sich so gegenüber, ne, so Testosteron in der Luft, ne, standen sich gegenüber, sind ja beide, na, von sie ist so groß wie ich, Carlos ist schon einiges größer, so Männer stehen sich da so gegenüber, gucken sich so, so schnaufend an, ne, und ich so, nee. Weil ich hasse Gewalt, ich verabscheue es, ich kann damit nie umgehen. Ich bin keiner, der so, yeah, Schlägerei, geil und so. Nee, ich stehe nicht, selbst wenn Fremde sich hier schlagen. Nee, ich mag es einfach, ich mag keine Gewalt. Naja, stehen die sich so gegenüber und mir ist dann so vieles durch den Kopf, weil ich will ja jetzt auch nicht, Jungs sind ja auch anders als jetzt so Oma-Mütter, ne, sind ja ganz anders. Ich kann denen ja jetzt auch nicht vorschreiben, ihr dürft jetzt nicht sein, wie ihr seid, so, das ist ja das normale Revierverhalten vielleicht auch. Und dann ist mir so ein, habe ich gesagt, nee, also ihr könnt das ja gerne machen, wenn ihr euch jetzt einmal so die Fresse einschlagen wollt, ist ja auch okay, verstehe ich auch, aber dann geht bitte raus, macht das bitte woanders, nicht hier in meinem Haus, und habe fast geheult, weil mir wird ganz schlecht, ich finde Gewalt so widerlich, da ist irgendwas in mir, ne, wahrscheinlich zu viel Schläge gekriegt oder weiß ich nicht, wo ich die Gewalt immer so erlebt habe, auf jeden Fall zu viel Gewalt, ich komme nicht drauf klar. Naja, habe ich gesagt, ihr könnt ja gerne da hinten, ist doch eine Wiese, da könnt ihr hin, da könnt ihr ja einen kleinen Kampf veranstalten, aber bitte, bitte nicht in meinem Haus. Dann haben die aufgehört und seitdem nie wieder, ne, seitdem auch nie wieder sowas gehabt. Finde ich auch geil, ne. Sie sind so toll, meine Kinder. Und die waren, als die klein waren, ne, Fonsis erstes Wort war Arschloch. Er war der krasseste Punk, den du dir vorstellen kannst. Ist jetzt so ein braver, netter, respektvoller junger Mann geworden. Also, ihr lieben Leute, meine Message für heute ist die Freiheit. Die Freiheit, die ihr euren Kindern gebt, ne? Die kann nie zu viel sein. Davon ist es einfach so toll. Kommen ganz tolle Menschen bei raus, weil die sind eigenverantwortlich. Die denken drüber nach, die wollen ihre Mutter nicht ärgern. Auch nicht in der Pubertät. Ja, so ist das. Das sind meine Erfahrungen. Ich könnte jetzt noch 7 Stunden weiterlabern, aber ich langweile ja auch, ne? Bestimmt, ich langweile dann schon mich selber. Ich meine, ich mache ja diese Videos auch für mich, weil wenn ich dann immer so gucke, ja okay, da war ich auf dem Stand und so, habe jetzt kein Facebook mehr, das war immer mein Kalender, wo ich alles nachvollziehen konnte, wie ich genau drauf war, was und so. Ich studiere ja mich selber, das Leben, mein Leben, mich selber und meine Kinder, das studiere ich. Und das macht mir Spaß und das macht mir Freude und ich finde das lohnenswert. Und guck mal, ich habe schon einen Zopf. Guck mal, meine Haare so langsam. Also ich bin ja jetzt seit ungefähr einem Jahr total unglücklich mit meinen Haaren. Ich bin die Britta und ich bin seit einem Jahr so ganz unglücklich mit meinen Haaren, weil die gefallen mir gar nicht mehr. Die Farbe ist auch nicht so, wie ich mir das wünsche, aber ich lasse einfach wachsen, ne? Lass wachsen und guck mal, was bei rauskommt. Ich wollte auch nicht mehr färben. Ich wollte mal mein braunes Haar, solange es noch braun ist. Ich habe auch keine grauen Haare, ne? Geil, ne? Habe ich von meinem Vater geerbt. Der hatte auch erst ganz spät. Naja, auf jeden Fall wollte ich das braune alles rauswachsen lassen. Dann wollte ich mal gucken, wie das alles aussieht, ne? So, ihr Süßen, jetzt habe ich euch genug gelangweilt. Meinen Kaffee-Laber-Flash an euch ausgelassen, ne? Kriege ich nämlich immer, wenn ich Kaffee saufe. Wow, und eigentlich wollte ich heute schwimmen gehen, aber das wird schon wieder nichts, ne? Ich werde nochmal verrückt, wenn ich nicht bald mal mich in Ruhe ausschwimmen kann. So richtig ausschwimmen. Alrighty, hallo, ey.